Eine Fabel ist eine kurze Erzählung. Meistens gewinnt immer der Stärkere oder Listigere. Das ist Aesop. Aesop, der uns bekannte Fabeldichter, war ein griechischer Sklave und lebte im 6. Jahrhundert vor Christus Geburt in der Stadt Delphi. Von ihm wird erzählt, dass er mit seinen Fabeln Zorn seiner Mitbewohner erregte. Er wurde verurteilt und von einem Felsen gestürzt. In Fabeln spielen oft Mischwesen mit. Tiere haben oft Eigenschaften. Der Fuchs gilt als schlau und listig, der Löwe als mächtig und stolz, die Krähe als leichtgläubig, der Wolf als böse und lügnerisch, der Biber als fleißig, der Hahn als eitel, hochmütig, der Rabe als diebisch und besserwisserisch, der Hase als vorsichtig, ängstlich, das Lamm als schutzlos und der Esel als faul und dumm. Die Fabel besteht aus einem Erzählteil, aus einem Dialogteil, aus einer Lösung und am Ende der Fabel steht oft eine Moral oder Lehre. Im Erzählteil werden die Verhaltensweise der Tiere geschildert. Der Dialogteil ist die Schilderung des Konflikts. In der Lösung ist die Lösung von dem Konflikt. Die Moral oder Lehre ist ein Sprichwort. Das waren viele Informationen der Fabel. Hier ist nochmal eine Übersicht der Fabel.